Ja, hier sind wir im wunderschönen Osterholz in Wuppertal-Vorwinkel. Die Firma Isike, die Kalk abbaut, die möchte gerne diesen Wald abroden für eine Abraumhalde. Und das möchte ich nicht so gerne, weil ich sehe da genug Alternativen, die vorhanden sind. Zum Beispiel die Innenraumverkippung. Ich gehe jetzt gleich auf den Baum rauf, weil es ist heute angekündigt worden oder sehr wahrscheinlich, dass die Polizei uns hier Menschen, die seit 2,5 Jahren den Wald beschützen, also so lange bin ich jetzt noch nicht hier, auch wenn ich schon so alt aussehe, rausholen möchte. Und dieses möchten wir etwas erschweren, damit zumindest der Uwe Schneidewind ein paar Bilder bekommt, die er für seine Gesetzesänderungen braucht, angeblicherweise. Ich sehe da kein Problem drin, eine Innenraumverkippung zu machen und das dann halt mal dem Wald hier stehen zu lassen. Es gibt keinen Grund, hier Abraumhalde hinzukippen. Ich nicht, ja. Aber reicht für uns alle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ey, mach die Leiter hoch! Die Leiter hoch! Ja, wo reingekommen sind die Zäune? Kennst du das? Da hinten. Den Ausgang. Vorsicht, Bewurf! Ja, das hab ich nicht. Polizei, Fall, Polizei! So eins an die eigenen, wenn den Boden 29 jetzt da oben alles gesichert hat, ist dann hier irgendwo kurz gesetzt. Keine weitere Aktivitäten mit uns. Weiter so ein bisschen. Komm. Ich rede nicht mit Ihnen, Entschuldigung. Ich komme gleich zu Ihnen. Ja, ich sehe schon. Das ist, also ich nehme. Ich nehme in die Worte, sagen nein. Gut.
Ja, die Rodungsarbeiten zum Thema Osterholz stehen bevor. Unsere Aufgabe dabei ist es, für die Sicherheit zu sorgen. Dafür haben wir uns vorbereitet, umfangreich vorbereitet. Wir sind hier mit einem größeren Personalansatz vor Ort, um eben auch die Sicherheit zu gewährleisten. Ein sehr hohes Ziel, was wir haben, was sehr wichtig für uns ist, ist eben, dass niemand zu Schaden kommt, dass niemand verletzt wird. Dafür sind wir eben mit diesem hohen Personalansatz vor Ort und dazu muss man natürlich auch sorgfältig arbeiten. Das wird einiges an Zeit in Anspruch nehmen. Ja, wir sind hier im Wald im Osterholz, Wuppertal-Vohwinkel, im Grenzbereich zu Mettmann. Hinter uns, besser gesagt hinter Ihnen, sind die Bäume, um die es dann letztendlich geht. Und wir begleiten eben diesen Einsatz mit einem starken Personalansatz. Ja, man kann davon ausgehen, dass die ganze Angelegenheit eigentlich seine Zeit in Anspruch nehmen wird. Deswegen sind wir sehr früh hier angekommen. Im Moment laufen noch die Vorbereitungshandlungen. Wir haben natürlich Kontakt aufgenommen, das ist richtig. Zu den einzelnen Maßnahmen kann ich jetzt im Moment noch keine genauen Antworten geben. Ja, das ist halt so eine Art Camp eingerichtet worden von den Leuten, die sich hier im Wald aufhalten. Das tun sie ja schon über einen längeren Zeitraum inzwischen. Ist auch alles bekannt. Zum Teil sind Baumhäuser errichtet, zum Teil sind aber auch Strukturen am Boden, die man sehen konnte. Und da halten sich diese Personen eben auf. Ja, wie gesagt, wir sind hier mit einem starken Personalansatz, also das heißt, wir sind auch überall im Wald vertreten. Personen, die wir hier antreffen, die werden natürlich aus dem Bereich geleitet. Unser oberstes Ziel ist es eben, dass niemand zu Schaden kommt, niemand verletzt wird. Ja, es gibt eine Mahnwache hier, die gibt es schon auch seit geraumer Zeit, das ist jetzt auch nichts Neues. Aber auch für diese Leute müssen wir natürlich Sorge tragen, dass hier nichts passiert. Wir kontrollieren natürlich und wollen wissen, mit wem wir es hier zu tun haben und sorgen eben letztendlich dafür, dass niemand was passieren kann. Ja, von dem Widerstand habe ich jetzt bisher noch nichts gehört. Wir befinden uns jetzt auch einige Meter weg vom Einsatzort. Die Situation vor Ort entwickelt sich natürlich. Mir ist zu Ohren gekommen, dass etwas geworfen wurde. Was genau ist, dazu kann ich im Moment aber nicht sagen. Nach meinem Kenntnisstand ist bislang niemand verletzt worden. Ja, wir haben vorher immer vermutet, dass sie von unten anfangen. Ja, ja, das war ja nicht. Also, allgemein wohl verantwortlich. Jo, liebe Leute, es ist soweit. Mein Name ist Till Ieseke, ich bin der Inhaber der Firma Oetelshofen und Eigentümer dieses Grundstückes. Ich wende mich mit dieser Durchsage an die Personen auf meinem Firmengelände. Das Firmengelände wurde durch das Aufstellen von Zaunelementen sichtbar befriedet bzw. eingefriedet. Ich fordere alle unberechtigten Personen hiermit auf, mein Gelände sofort zu verlassen. Sollten Sie mein Grundstück nicht verlassen, werde ich Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstatten. Und noch was Persönliches an dieser Stelle. Wir haben hier alle völlig unterschiedliche Meinungen, alle wie wir hier stehen. Wir sind alles Menschen und ich bitte alle Anwesenden hier, das zu respektieren. Jetzt stimmt's. Gut, das ist ein Point. Den sehe ich. Warum quatscht ihr mit einem von den Spinnern, der sich jetzt Presse ausgibt? Hinter uns gerade. Ich kann dir noch ein paar Videos drehen und dir die Bilder schicken. Das kann ich gerne machen. Das war heute Morgen, dass wir den Rucksack schon mitnehmen könnten, ne?
6, 6, 6. Yeah.